Hallo Leute, ich bin der MinderBurner.de und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die PyroTrade Vipper 3. Ja, als kleine Besonderheit, ich habe in meinen Resten noch eine alte Variante bekommen. Seit 2019 gibt es sie als Redesign neu auf den Markt gebracht. Ja, gucken wir uns die mal an. Ja, im Grunde Fünfer-Schachtel bzw. Beutel mit Kanonschlägen, Böllern, wie auch immer. Mit 3 Gramm Nettomasse. Ja, die alte Variante. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Sie sehen sehr ranzig aus. Die Banderole ist im Grunde einfach nur quer drüber geklebt. Ja, da finde ich, muss ich sagen, wirken die neue Variante deutlich hochwertiger. Der Nachteil ist natürlich Plastikbeutel, da bin ich generell kein großer Fan von. Da mag ich die schöne Pappschachtel lieber. Auch wenn mir das Design von dem mehr gefällt. Aber naja, wir wollen nicht lang schnacken, wir werden jetzt mal ein paar zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. PyroTrade Vipper 3. Und die 9. Kommen wir zum Fazit. Ja, also der Vipper 3 war, ich würde mal sagen, ein solider Böller. Was mich schon ein wenig verwundert hat, ist, dass die neue Version wirklich durchaus besser war als die alte. Das kennt man gerade im Böllerbereich ja so gar nicht. Da ist ja eher der Trend, dass neuere Scharfen immer schlechter werden. Das fand ich durchaus erfrischend. Auch finde ich die neue Aufmachung der Vipper 3 deutlich schöner fürs Auge. Wobei, wie gesagt, der Plastikbeutel ja echt nicht so mein Favorit ist. Da bevorzuge ich doch die Pappschachtel der alten Variante. Lautstärketechnisch können die neuen Vipper 3 sich auch wirklich durchaus sehen lassen. Zumindest ist die neue Charge The King, schlagen sie wirklich um Längen. Zu dem aktuellen The King packe ich jetzt nochmal einen Vergleich mit meinen Honey Badgern in die Infobox. Der große Knackpunkt ist halt leider der Preis. Je nach Shop so zwischen 3,50 und 4 Euro. Dafür kriegt man halt schon die Honey Badger von Funke. Die sind halt wirklich nochmal deutlich stärker. Also ist bei dem Preis auf jeden Fall kein Artikel, der zur Massenzündung einlädt. Aber ich sag mal so ein, zwei Päckchen mal so am Abend. Kann man mal machen, aber das war's dann leider auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.